What the fuck? Soll das so sein? Ist da jemand? Was geht, Leute? Andrew Fox ist wieder am Start. Dies ist eine Aufnahme für Montag, für Random Monday. Und ich habe so ewig auf dieses Spiel gewartet. Ich habe gezögert und gezögert, bis mal die richtige Möglichkeit kommt für Red Matter. Ich denke mal, ein VR-Adventure at its best. Hoffe ich doch zumindest. Die Musik hört sich schon sehr spektakulär an. Es sieht schon jetzt schon richtig gut aus. Ich bin echt gespannt, um was es geht. Ich wollte mich nicht spoilern lassen. Alles blind. Ja, ich bin fasziniert. Dann reden wir nicht lange. Und gucken uns erstmal kurz die Options an. Language, vielleicht können wir Language auf Deutsch stellen. Ja, habe ich mir gedacht. Texte können wir vielleicht auch nicht, okay. Untertitel machen wir an. Subtitle Background. Ja, von mir aus, keine Ahnung. Graphics. So hoch wie möglich. Pixel Density lassen wir auf 100, weil wir schon auf 140 bei Steam VR haben. Ah, 45 FPS begrenzt. Das reicht mir. Audio lass mal. Ich gehe einfach nochmal kurz durch. Suit Thruster. Claw. Flashlight. Textscanner. Aha, okay. Also scheinbar viel mit Erkunden. Accessibility. Seat Mode is off. Attract. Keine Ahnung. Würde ich sagen, los geht's. Okay, wir befinden uns in einer kleinen Kammer. Und werden gezwungen, etwas anzuschauen. Näher ran. Among us, stripping us of our secrets. Rockets once aimed towards the sky, now point farther still, into space. Your code name will be Epsilon. You will travel to Rhea, one of Saturn's moons, to explore an abandoned science facility belonging to our enemies, Volgravia. Your mission. To infiltrate the complex, uncover the secrets of their research, and transmit them to headquarters. Ich hoffe, ihr passt für mich auf. Denk wieder viel zu viele Zwecks nach. Kann ich zuhören. Good luck. Danke. Ja, ich musste gerade nachdenken. Zeige ich gleich an, was ich denken musste. Das sieht gut aus. Wow, nice! Leute, das sieht sehr gut aus. Epsilon, do you read me? Just a moment, something's wrong, sir. We're encountering some problems with a capsule on re-entry. Kommen wir näher oder nicht? Oh, wird mir ein bisschen zu heiß hier. Leute. Irgendwas drücken oder so? Puh! Digga, ist es heiß hier. Uiuiuiuiuiui. Agent Epsilon, do you copy? Wow. Epsilon, can you hear me? Leute, sieht das gut aus. Epsilon, if you can hear me, we need to reboot the suit systems. Look at your hand and press the highlighted button. Oh, ich muss mir erstmal. Epsilon, if you can hear me, we need to reboot the suit systems.
Mann. So, zufrieden? System rebooting, system loading, connecting to Atlas, United. System ready. I'm getting something from the suit. It's alive. Epsilon made it. Ja, ja. Natürlich. Epsilon, looks like your comm system is down. We can't hear you. I'm gonna need you to give us your location. Look for any signs that might help to pinpoint your position. Use the suit to scan the sign by pressing the trigger. Translator unit. When you find the sign, just point at it and pull the trigger. Shit, looks like the language index isn't working. The translator must have gotten damaged. All right. I need you to reload the Volgravian basic language data drive so we can translate that sign. You'll probably have to look around for it. It should be close. Ja gut. Machen wir. Ich will jetzt nur wissen, wie man läuft. Ach, after tutorial. Ui, meine Hand ist schon wieder weg. Da ist sie. All right. I need you to reload the Volgravian basic language data drive so we can translate that sign. You'll probably have to look around for it. It should be close. Was, ich selber? Nein. Aber der... Dieser Strahl sieht auch gut aus. So ein banaler Strahl, aber... Ja, 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 ich weiß doch. Das gefällt mir jetzt schon. Okay. Got it and got you. Looks like you're pretty close to the facility we're looking for. Zack, bloß. Listen, you can cycle through the suit's tools linked to your left hand and select the icon for whatever tool you want. Okay, wir müssen mal kurz das checken. Okay, scheint alles zu funktionieren. Listen, you can cycle through the suit's tools linked to your left hand and select the icon for whatever tool you want. Eine Taschenlampe? Oh, ich bin zu weit vor. Eine Taschenlampe. Ja, eine Taschenlampe. You can cycle through the tools linked to your left hand and select the icon for whatever tool you want. Brennen. Ich weiß nicht, war das jetzt klug von mir, das Fakt? Ach. You can cycle through the suit's tools linked to your left hand and select the icon for whatever tool you want. Use the navigation system to search for a landing position and the suit's thrusters will do the rest. Excellent. All systems operating at full power. Now, we need to find that facility, enter the underground complex, and locate those documents for us. We must have that information sent back to us, Agent. Okay, so bewegt man sich also fort. Und man kann auch laufen. Das ist schon mal gut. Es ist ungewohnt, es ist nicht so aka à la Skyrim Bewegung, aber ja, man gewöhnt sich dran. Das ist angenehm. Doch, gefällt mir. Aber die Grafik, Leute, die Grafik ist richtig gut. Bin richtig geflasht. Wow. Ja, mehr will ich nicht übertreiben in der Grafik. Ich denke mal, man kann vielleicht noch ein bisschen höher gehen. Aber ich will hier nicht so viel machen. Ich denke mal, das passt schon. Das sieht so schon gut aus. Warte, springen wollte ich nochmal ausprobieren. Air, okay. Man kann die Geschwindigkeit dann anpassen. Okay, okay. Gibt's da irgendetwas? Gib mir mal die Taschenlampe. Squeeze the trigger. Slowly releasing it lowers it. Aha, okay. Man kann das anpassen. Für was das gut ist, bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Was für einen Vorteil soll es haben, dass ich die Taschenlampe weniger stark machen kann? Keine Ahnung. Habe ich irgendwie sowas wie einen Rucksack? Nein? Okay. Na gut, dann laufen wir mal weiter. Voilà, da fliegen wir jetzt mal hin.
Man kann langsam fliegen. Oder schnell. Ah, und dann ist die Geschwindigkeit. Okay. Vorsicht, da ist ein Stein. Junge. Wow. Nee, da muss man definitiv nicht die Grafik noch höher machen. Man könnte sie vielleicht noch höher machen. Aber das ist richtig gut. Aber spaßeshalber möchte ich gerne wissen, wie das aussieht. Gibt's da so ein Menü? Ja, genau, da gibt's ein Menü. Okay, das checken wir ganz kurz ab. Wenn's nicht wird, dann habt ihr nichts verpasst. Bis gleich. So, Leute, wieder zurück. Ein bisschen habe ich die Grafik erhöht, in-game. Mehr als 140% von den bis vorigen 100% konnte ich... Ich denke, es geht schon ein bisschen mehr. Es sieht auch richtig gut aus. Leichte Framedrops habe ich trotzdem, aber ab 200% stürzt mir das ganze SteamVR ab. Habe ich auch noch nie erlebt. Aber Leute, wollen wir zu Spaß? Haben wir hier hoch drauf gegangen? Schaut euch diese Szenerie an. Es sieht nach Bitmap aus. Also quasi nur eine Textur. Nicht wirklich 3D. Weiß nicht, es könnte auch wirklich 3D sein. Es kommt mir halt so vor, als wäre das eigentlich nur so eine Leinwand. Aber es sieht richtig gut aus. Also wir haben jetzt 140 Steam. Und nochmal 20% mehr in-game. Das ist ein Fest. Und wenn ich mir vorstelle, mit der 3080, die vielleicht irgendwann im Laufe der Zeit kommen wird. Boah. Könnte ich fast weinen. Aber nur denn, weiter. Es geht hier um das Spiel. Wir machen hier kein... Oh Mann, da bräuchte man jemand, der Russisch könnte. Ich kann kein Russisch. Ihr wisst ja, wir machen hier keinen Grafikcheck. Könnte man eigentlich auch mal machen. Die besten VR-Grafikspiele, die ich so meiner Meinung nach finde. Irgendwann. Okay. Aber allein schon, dass ich mir das die ganze Zeit anschauen kann, auch die Steinformation. Die Texturen sind so gut. Ist herrlich. Ist richtig gut. Erinnert mich an Alex. Aber das ist schon fast schon Alex-Level. Ach, uff. Was haben wir hier noch für ein Schild? Na, das gleiche. Na, scheinbar ist da unten kalt. Wollen wir also nicht runter. Okay, dann gehen wir da halt nicht runter. Schnell rein. Ach nein, verpasst. Na, verdammte Scheiße. Da waren wir ein bisschen zu langsam. So. Gehen Sie auf. Ja, manchmal läuft er ein bisschen langsam. Aber wahrscheinlich liegt es an mir. Kann man das nehmen? Okay. Weiß gar nicht, sollte ich das mitnehmen? Steckt man das lieber wieder rein. So. Wahrscheinlich brauchen wir das nachher nochmal. Ah, ich fühle mich so wohl hier. Das ist so richtig schön. Doch, es sieht... Oh, Leute. Sorry, wenn ich mich wiederhole die ganze Zeit. Aber es sieht so... Oh, komm mal. Dimmen. Es sieht so gut aus, es sieht so gut aus, es sieht so gut aus. You have 39 minutes and 30 seconds left. Someone sabotaged the opening mechanism. Okay. It seems they were trying to keep anyone from leaving or entering this place.
Aha, also brauchen wir da auf jeden Fall. Ja, brauchen wir da die andere. Ja, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht. Das Teil. Dann geht's recht schnell. So, noch eins brauchen wir. Finden wir hier bestimmt irgendwo. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Spiel auch ein paar kleine Rätselpassagen hat. Wäre zumindest nicht schlecht. Aha. 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 Hm, alles geschwärzt. Top Secret. Das ist eine Schranktür. Ja. Aber leider alles kaputt. Auch die Musik ist richtig schön. Melodisch, episch, dramatisch, wie auch immer. What the fuck? Soll das so sein? Ist da jemand? Check successful. Oh, jetzt geistert es hier auch noch. Ach ja, was ich vorhin gesagt habe, was ich mir überlegt hatte. Halloween, Nadja. Und da ihr wisst, bin ich nicht so der Freund von Horrorspielen. Aber ich glaube, ich muss über den Schatten springen. Und vielleicht eine Handvoll Horrorspiele für... Naja, für... Für Halloween spielen. Ich weiß noch nicht was. Bin noch einmal überlegen. Bock habe ich nicht so sehr. Aber da muss ich wohl durch. Ja, das ist das, das ist das. Okay. Und das ist... Okay, dann fahren wir mal den da... Nach da. Ach nein, ach nein, ach nein. Wahrscheinlich muss ich... Nee, macht auch keinen Sinn. Ach, aber ich muss vielleicht... Nee, ich habe keine Ahnung. Ich fahre den jetzt erstmal so richtig Maximum zu mir. Kann ich da vielleicht rauf? Naja, steht sogar da. So, und jetzt müsste ich... So. Und dann... Ah, da, ich sehe es, ich sehe es. Okay. Da muss ich hin. Oh, es gefällt mir richtig gut. So. Tada! Herrlich. Zack. Auf. Just do it. So. Achso. Keine Ahnung, warum man nicht echte Hände benutzt, sondern so ein Greifding wahrscheinlich zum Verstärken. Boah, es erinnert mich an Fallout. Ah, dann muss man hier die Tür schließen. Ist doch klar, das Ding leuchtet rot. Ich muss alles blau leuchten, ist doch easy. Mach mal. Das da noch. Zack.
Luft. Hier ist ein Luftausgleich. Ach, schon wieder was kaputt. Okay, also machen wir den Kack nach oben. So. Ja, und dann kann man hier dieses... Was? Muss ich mir das merken? Aha, okay. Wir müssen Override machen. Dings, komm. Zack. Dann raus. Und den Valve drehen. In irgendeine Richtung. Ah, weg damit. So. Und overriden. Und zack. Andere Richtung. Ah, ist das nice, Leute. Was die Tür... selber, ja. Schätz mal, eigentlich geht das mechanisch. Da aber irgendwas defekt ist, müssen wir das halt manuell machen. Clever. Now we're gonna have to find a way into the underground complex. Okay. We're looking for should be there. Kurz den Scanner nehmen. Aha. Nein, Esser will ich. Nikolai Mathurin Security. Ach, man kann jetzt auch... Ah, okay, okay. Use Caution. Outdoor Freezing Hazard. Da hätten wir das ganze Zeug... dechiffrieren können. Olga Krajewa Communication. Sasha Rice Quantum Physics. Irina Serova Biologie. Stas Volkov Engineering. Okay, ich denke mal, wer die ganzen Zugangsberechtigungen hat. Entry and Exit Lockboard for this airlock. Aha. Wie oft die Leute da drin waren. Entry und wie viele rausgegangen sind. Okay. Hallo? AI Assistant Terminal for the Base Personnel. That eye appears to be recording. Aha. Welcome to the facility, Commander. Your presence here represents a breach of evacuation protocol. The base is currently on lockdown. Please use your credential to access the lower level. Oh, and so sorry for the mess. Okay. Alles gut. Ich räume hier auf. Nicht. Aha. Es geht also noch nach oben zu der Kommunikationsstation. Wir wollen aber runter, schätze ich mal. Wollen wir runter? Warehouse, da sind wir doch jetzt, glaube ich, gerade. Ne, Warehouse kamen wir gerade. Locker and Dressing Room sind wir jetzt. Okay. Das heißt, wir sind auf der Rückseite des ganzen Gebäudes. Okay. Mhm, hier können wir uns scheinbar umziehen. Base Technology in Service of Peace and Progress. Sealed Barrel, Terraforming Supplies. A security camera. A rack meant for hanging spacesuits. Hübsch. She loved the soil and now the soil loves her. Farewell, Commander. Despite restriction of access to the top floor, you can send me your personal message to Motherland, Olga. That's outdoor maintenance to... Ich weiß gar nicht, ob das alles wichtig ist, das zu lesen. Aber ich finde, die Entwickler haben sich so viel Mühe gegeben. Da können wir schon mal gerne... Ah. Excellent. This is a personnel security code. Now that it's loaded into memory, simply use the scanner to... Wir hätten vorher das Ding da anschauen sollen, fällt mir gerade ein. Bin mir nicht sicher, können wir zurück?
hasse es, irgendwas liegen zu lassen, deswegen... Ah, das ist der Aufzug. Ich hasse es sehr. Deswegen, Leute, ich muss kurz gucken. Das skippen wir vielleicht. Oder... Auf jeden Fall können wir nochmal... Okay, wir können es nochmal umdrehen. Gut. Das machen wir schnell, Leute. Weil ich gerne wissen möchte, was dieses andere Audiolog zu bieten hat. Ist es bestimmt wichtig. Oh, wir werden immer stärker. Geht immer schneller. So. 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 Oh nein, Leute, wir können nicht zurück. Es war... Ja, blöd. Was ist, wenn ich... Nee, können wir auch gar nicht mehr. Tut mir leid. So. Ich hab's mal schnell geskippt. Ich verspreche euch hiermit, dass ich alle Audiologs scannen werde. Ich habe das echt nur verpeilt vorhin, dass wir ja diese Funktion haben mit dem Scannen. Das wird ja auch nur kurz einmal erwähnt. Ja, ist ja nicht so, dass man beim Tutorial mal kurz darauf hingewiesen wird. Nein. Ist alles meine Schuld, ich weiß. Irina, I hope that your death will at least serve so that we all combat the red parasite that killed you. I love you always. Oh. It's a plan from Earth. Wow, 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 wow. Warum ist es rot? Ist es normal? Ist es normal, dass es so rot ist? Picture of a cat. Red King. Sehr komisch, dass es so rot wird. Mhm, das ist Nitrogen Tank für Spacesuit und Oxygen Tank für Spacesuit. Und Bilder. Mhm, Olga. Okay. The document has been illegal. Beruhig dich. Ja, okay, ich höre auf zu lesen. Müssen wir das jetzt anziehen? Ui. Ich glaube nicht. Wubble, wubble. Die Physik ist cool. Ich dachte gerade, es explodiert jetzt. Okay, 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 okay. Wir müssen nach unten. Ich möchte aber kurz gucken, ob wir hier raus können. Aber da ist kalt. Egal, wir versuchen's. Gut, funktioniert nicht. Was willst du uns sagen? This access is out of order. Okay. Ja gut, muss man... mit Hand? Ich weiß, wir müssen da nicht lang. Ich möchte es nur gerne ausprobieren. Wir gehen natürlich da entlang. Na, okay, paar Schattenprobleme. Aber da schauen wir jetzt mal drüber hinweg. Elevator blocked. Use your credential at the scanner below to reach... oh, credential. Welche war das nochmal? Das sind so viele... Oh, and sorry, ich glaube, das war... War das? Basically, lockdown. This access out of order. Credential. Ist das eine... Wir nehmen es mal mit. Bin mir nicht sicher. Dann... Ah, wir haben ja einen Key. Ja, okay. Now locate the security area. The documents we're after should be there.
Oh, das sieht echt gut aus. Haben sie echt gut gemacht. Ja. You have 24 minutes and 9 seconds left. Alter, hört ihr das auch? Der Taschenlampe. Kommt mir nicht blöd, eine Taschenlampe und ein Greifarm. Ich greife euch zu Tode. Oh, toll. Gut, dass wir eine Taschenlampe haben. Was war das? The power seems to have been cut, Agent. Es ist kein Horrorspiel. Beruhig dich, Alex. Es ist kein Horrorspiel. Du musst keine Angst haben. Du musst nicht kreischen wie ein Mädchen. Ein Auge. Okay. Turn the power on. Ja, ja, das ist mir schon bewusst. Caution radioactive area. Super. Hallo. There's been a power outage. I've keep basic system operating. There's been a power outage. I've been basic system operating. Ja, das ist schön, dass du das doppelt mir sagst. Muss ich da rein? Na klar, ich habe nicht die Berechtigung. Das war mir so klar, dass das da keine Berechtigung dafür hat. Okay. It seems that we need to turn on the energy before we find a way to the security area, Agent. Boah, Leute, wie das aussieht! Hammer! Oh. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sehe. Check successful. Das war, glaube ich, auch ein gutes Spiel für eine First Impression-Reihe. Oder allgemein für eine First Impression. Das ist auch ganz gut gemacht mit dem geriffelten Glas. Haben die echt super gemacht. The monitor is off, there's no signal. The monitor indicates the system has no power. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Licht reinbringen. Licht, Licht, Licht. Licht, 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 Licht. Aha, das können wir rausmachen. Vielleicht muss man das Ding austauschen. Schätze ich mal. Ja, kein Strom, Alex. Da ist wieder was. Data Drive. Power Station. Data Drive uploaded to memory. Okay. Emergency Boot Sequence. Battery Rack. Protection Relay. Auxiliary Reactor. Power Factor. Okay. Oh Mann, viel zu viele Knöpfe. Okay. Okay, okay, okay. Probieren wir das mal so zu drücken, wie das da steht. Das legen wir mal dahin. So. Battery Rack. Wahrscheinlich nehmen wir einfach die Reihenfolge, die wir hier haben. Battery Rack.
Ja, aber ich glaube, das geht nicht, weil wir noch keinen Saft haben. Sasha, what on earth are you doing down there? I'm not sure if I can handle these energy spikes. Die Musik ist so gut. Komm vor wie so ein... Wie ein... What? What the hell happened? Valgravia doesn't tolerate deviations from their discourse, but their methods tend to be more... Someone was several injured here. Und dann ist der Bildschirm schon wieder so rot. Das gefällt mir gar nicht, wenn der Bildschirm so rot ist. A bullet impact hier. Hat jemand reingeschossen? Eine Tasse. Ein Mikrofon. Oh. Bis jetzt komme ich noch nicht drauf klar. Noch keine Ahnung wie, aber ich denke mal, das muss doch irgendwas mit diesen Teilen hier zu tun haben, weil da, ja. Mal kurz die Taschenlampe. Aha. Gebracht hat es auch nichts. Violation do not work while intoxicated. Intoxicated. Was ist das? Delta Capacitor. Component placement back in front of a circuit. Also müssen wir doch diese Dinger nehmen. Weil da diese Dinger dran kommen. Oder ist es das hier? Muss ich? Oho! Okay, ganz viele. Violation, aha. Es ist das gleiche. Slot M Interval to perform the diagnostics. Okay. Das ist ein Omega, das ist ein Delta und das ist ein Omega. Ja. Bin nicht sicher. Geht das überhaupt ohne Strom? Naja, ohne Strom geht gar nichts. Okay, okay. Ich glaube, hier sind wir falsch. Wir gucken weiter. Haben wir hier irgendetwas? Ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu dumm an. Ihr wisst ja, ich versuche immer klug zu wirken. Auch ohne Brille jetzt momentan. Aha, hier haben wir doch was. Machen wir das mal an. Aha. So, Nummer 1 haben wir schon mal. Sehr gut. Machen wir das da. Was habe ich denn gerade angeschalten? Power Switch? Ja, Power Switch. Jetzt auch Power Switch. Ah, yes! Sehr gut. Jetzt haben wir hier Strom. Aha. Okay. Okay, 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 okay. Ja, hier haben wir... Aha, aha, aha. Okay, okay. Wir machen das gleich. Wir machen einfach einmal hier. Wir machen einfach die Reihenfolge, die da steht. Dann da. Und dann da. Und dann da.
Läuft! Es werde Licht. Los, gib mir Licht. Good job, Agent. Subsystems are up and running. Now find a way to access the reactor and power it up. Das müssen wir wahrscheinlich... Nee, da haben wir Strom. Aha. Da haben wir keinen Strom. Ich muss mal das Ding hier aufmachen. Ah, ziemlich großer Reaktor. Da kann man da Schach spielen. Okay. You have 13 minutes and 25 seconds left. Okay, dann gucken wir mal. Hier können wir jetzt weitermachen. Test our component misalignment. Vielleicht müssen wir das um... Nee, auch nicht. Okay. Da war doch ein Schaltplan. Component placement schematic back in front of circuit. Heißt, dass man... Nicht wegfliegen. Also ich würde sagen, wenn ich mir das anschaue, auf der Seite, da steht sogar. Okay. Man darf es nur nicht verwechseln wahrscheinlich. Einmal das dahin. Das brauchen wir nicht. Und dann brauchen wir ein B. So. Gut, funktioniert. Und zack. Und das dann auch noch. Noch einmal. Ja, so ein bisschen leckt. Aber das sollte mich jetzt nicht weiter stören. Zack. Zack. Und noch ein Dingens. Das da. Ja. Zack. Und rein. Und funktioniert. Und Tracking lost. Da ist es wieder. Zack. Läuft. Dann machen wir den Hafen an. Und dann gehen wir rein. Und jetzt muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite den Generator anschalten. Falscher Knopf. Wer ist das? Nikolai, Chief of Security, has been vandalized. Da hat jemand den Nikolai nicht so gemocht. Kind of drink. A bottle of homebrew liqueur. Und ein Glas. Aufpassen, dass wir da nicht runterfliegen, da kommen wir nämlich nicht mehr hoch. Welche Richtung gehen wir denn? Links oder rechts? Ich wünschte, ihr könntet mir die Entscheidung abnehmen. Ja gut, dann gehen wir... links. Wie gesagt, Leute, ich feiere das Spiel jetzt schon.
Das ist echt unglaublich gut. Und so erstaunt. So, was haben wir denn hier? You have 8 minutes and 54 seconds left. 8 Minuten haben wir noch. Okay, was ist, wenn ich jetzt diesen Hebel umdrehe? Haben wir hier irgendwie eine Anleitung oder so? Okay, das geht hier. Machen wir das da. Okay, das passt. Wir müssen im grünen Bereich sein. Nicht hier. Okay. Und dann haben wir... Hier, das Rohr geht von da nach da. Okay. Und dann haben wir hier, das machen wir auch auf. Geht hier lang, das Rohr ist offen, das geht hier. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Machen wir hier, machen wir da ab. Nee. Ein bisschen weniger. Nichts gebracht. Oh je, das ist wieder voll taktisch, ey. Okay. Theoretisch, wenn ich doch das da wegmache. Ja, perfekt. So. Nächstes. Vielleicht müssen wir auch... Können wir darüber? Ja, dann können wir auch gleich das erledigen. Ja doch, das mit dem Jetpack ist schon geil. So, gleiches Spiel nochmal von vorne. Machen wir mal das da auf. Machen das auf. Und wir machen... Ahnung, das auf. Wahrscheinlich müssen wir hier ein bisschen... Nehmen wir ein bisschen davon. Aber wahrscheinlich müssen wir hier erstmal aufmachen. Es hat noch nicht gereicht. Dann nehmen wir davon ein bisschen. Das bringt uns auch nichts. Eigentlich haben wir jetzt gerade alle geöffnet. Außer das. So, jetzt haben wir wieder viel zu viel. Dann nehmen wir mal das weg. Das weg. Das weg. Perfekt. Easy. Na. Geht gerade nicht. Okay. Gehen wir da über. Geht auch noch nicht. Mal kurz durchlesen. Raise and lower the level. Repeatedly to pump stairs. To pump stairs. Okay, die Information von stairs. Oh, da muss man... Komm schon. Ah, dieses Tracking mal wieder. Noch nicht, da ist noch nicht. So. Da ist
Das machen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Aha, wir müssen aber erst das hier noch machen. Wieder Pump-Action, Pump-Action. So, hier hin. Müssen wir alles aufmachen. Ich mache erstmal alle zu, wenn ich voll habe. So, und jetzt kann ich peu à peu ablassen. Bis es perfekt ist. So. Hier sind jetzt alle an. Wir haben alles mit Strom versorgt. Das heißt, wir können jetzt in den Mittelpunkt gehen. Well, time to see if Engineer Stas Volkov kept up with his maintenance work. I hope the place doesn't explode. I hope to. Okay. Dann wollen wir mal. Und? What happened? Epsilon. Everything all right? I'm losing the connection. Epsilon. Seht ihr das auch? Of Rage. Zumindest haben wir jetzt Strom. Dude, was hast du da zu suchen? Aber ich glaube, hier machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich weiß. Rausgerissen aus dem Ganzen. Mein Fazit für jetzt, da ich nicht weiß, wann ich Folge 2 dann aufnehmen werde, ist, ich bin gehypt. Ich bin gehypt as fuck. Ah, da sieht man die Leute. Gehypt as fuck. Wie gut sich das spielt. Mega. Ach, die Lichteffekte, super. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Verfolgt schön meine Tweets. Schaut bei Twitch auch vorbei. Schön liken. Lasst mir Kommentare da, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ist immer ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man wird gesehen oder die Leute schauen den Content an, den man fabriziert, produziert. Ja, in diesem Sinne, auf Wiedersehen, euer Enderon Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.